Jo, meine Leute, was geht? Herzlich willkommen zum heutigen Call of Duty Parts. Und wir befinden uns auf dem Map Havanna und dabei ist die AK-47, die Python 9, der Spielmodus Hunde zerstören in der Hardcore-Variante natürlich. Und ich nehme das Gameplay gerade fast zum zweiten Mal auf. Ihr seht, hier ist gerade kein Emblem drauf, warum auch immer. Gerade eben war wieder dieses Shitty-Emblem drauf von der letzten Aufnahme, was mich sehr, sehr verwundert hat wieder. Und naja, ja, jetzt ist das richtige Emblem drauf, ist gerade drauf geploppt, sieht auf jeden Fall ganz nice auf mein Emblem, welches ich schon lange habe. Und ich habe kein wirkliches Thema tatsächlich. Ich spiele hier auch noch mit dem Jammer und einer der Admins hat mich dann so gefragt, hey yo, was ist da los mit dem VAC-Bar an Junge? Und ich wollte es dann natürlich erklären, war aber natürlich ein bisschen scheiße zu erklären hier in-game. Also ich versuchte ihn dann zu adden im Laufe des Gespräches. Ob ich dann hier auch gleich darauf eingehen werde. Und ich finde sowas ganz legitim zu fragen, yo, hier so, hey, yo, was da los mit VAC-Bahn, Junge? Hä, warst du denn die eingefangen und warum und weswegen und hackst du den oder nicht oder was? Finde ich ganz legitim zu fragen. Allerdings finde ich es nicht legitim, einfach zu sagen, boah, Alter, der Hurensohn hat einen VAC-Bahn, boah, das ist voll der Hacker, ey. Boah, Alter, Walla, Sig de la Namonak. Solche Leute gibt es natürlich auch und leider Gottes sind solche Leute auch teilweise Admins auf Servern, die ich auch teilweise früher gerne gespielt habe, aber es einfach schlicht und ergreifend nicht mehr spielen kann. Schöne Pflanze hier übrigens im Hintergrund. 10 out of 10 would buy again. Und einfach schlicht und ergreifend einfach nicht mehr spielen kann wegen dem fucking VHC-Bahn. Und weiß nicht, die Admins hier bei diesem Server, die dem GA Server, Only Search and Destroy in der Hardcore-Variante, sind sehr, sehr cool drauf. Habt auch gerne früher, vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr ungefähr, da mal gerne öfters gespielt. Und mich hat bis jetzt auch noch nie ein Admin angeschwätzt. Auf dem ST, auf dem deutschen Server hat mich mal ein Admin angeschwätzt, auf dem EPC, auf dem britischen. Aber hier sonst bei GA hat mich noch nie jemand wirklich irgendwie angesprochen. Und habe ich mich erstmal am Anfang ein bisschen verwundert, weil ich war müde, mir ging es nicht so gut. An diesem Tag, wo ich das Gameplay hier erspielt habe. Aim war natürlich jetzt auch nicht immer so 200-fach dabei, aber ab und an schon. Und ja, ne, das war halt dann so. Und erstmal so versucht, hey yo, ich habe den von da und da bekommen, weil ich habe hier auf diesem zweiten Account einen VAC-Band von MW3. Und ich habe diesen VAC-Band von MW3 bekommen, weil ich einen FOV-Changer verwendet habe, der zur damaligen MW3-Zeit, oder was heißt zur damaligen MW3-Zeit, das ist auch nur erst ein Jahr her jetzt, wo ich den VAC-Band bekommen habe, der war da einfach verboten. FOV-Changer ist ein verbotenes Tool, warum auch immer, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil, ja, the Field of View Changer ist für mich eigentlich ein relativ legitimes Tool, welches natürlich nicht ganz so legal ist, weil, boah, Call of Duty, ich scheiß mich ein bei einem schlecht programmierten Spiel, obwohl MW3 nicht ganz gut ist, nicht so wie Ghost oder Advanced Warfare, dennoch. Und weil ich, was auch damals ein Bandgrund war, wenn man Personal oder Selfmade Camus verwendet hat, also man konnte mit Photoshop oder sonstige Bildbearbeitungsprogramme dann hier sagen, yo, ich möchte hier, oh, meine AK soll jetzt lila Plus bloß sein, meine UMP soll gelb-orange sein, ich will da einen Penis auf meiner Waffe haben, ich will da Herzchen auf meiner Waffe haben, ich will da mein Gamertag drauf haben. Und nur ihr habt es natürlich gesehen. Teilweise ist es aber auch ausgeartet bei manchen Erstellern, möchte ich sagen, die Waffen natürlich ganz hell gemacht haben, dass man sie auf der Map sieht, so ganz hellgelb oder so hell-silber oder so, dass man sieht, ah, durch Gebüsche, so, ey, yo, da liegt einer, komm, sneak ich mich mal ran. Und das ist natürlich dann etwas, wo man sagen muss, boah, das muss nicht sein. Nee, das verstehe ich natürlich dann aber auch, ich verstehe beide, ich verstehe den Bandgrund für meine, wenn es überhaupt der Grund ist, für meine benutzten Selfmade Camos, aber ich verstehe den Bandgrund fürs Field of View nicht, weil, what the fuck, bei einem guten Call of Duty, also bei der guten Call of Duty Serie von Treyarch, also Black Ops 1 bis Black Ops 2 bis jetzt, da gibt's einfach ein fucking View, FOV integriert im Game. Das kannst du da einstellen, das ist ganz legitim. Aber nur die Vollidioten von Modern Warfare 3 oder von der ganzen Modern Warfare Reihe, da ist es verboten, sowas zu benutzen, weil, boah, das könnte einem ja einen Vorteil schaffen. Welches ja eigentlich kaum so ist, aber gut, sogar Minecraft hat das gut integriert und
Naja, ich möchte es nicht dazu sagen. Auf jeden Fall zum Gameplay ist auf jeden Fall ganz, ganz nett erspieltes Gameplay geworden. Den habe ich hinten allerdings nicht campen sehen. Bin einfach so umgeflogen, dachte mir so, oh shit, die Jungs, die Bombe liegt übrigens bei B. Ich bin jetzt tot, leider Gottes. Liegt ungefähr gegenüber, habe ich mir so gedacht. Ja, war trotzdem, wie gesagt, eine ganz gute Runde so. Ja. Vor allem, ich finde es immer so ganz nice, wenn man darauf angesprochen wird, so ganz höflich. Hey, warum hast du ein VLC-Bann? Hey, willst du es erklären oder bitte erklär es doch für uns, dass wir wissen, hey, müssen wir dich bannen, müssen wir dich nicht bannen. Allerdings gibt es teilweise, das ist hauptsächlich in der deutschen Call of Duty Community so, wo du gleich ausgegrenzt wirst. Es gibt einfach, und das ist einfach eine fucking Tatsache, dass das Steam Anti-Cheating-System nicht 100% geproved ist. Du konntest in Ghosts, gab es eine Bannwelle, du konntest einfach so gebannt werden, wie es mir passiert ist. Es gab eine Reset-Welle in Black Ops 2, es gab eine Reset-Welle in Ghosts, alles sowas. Weil es natürlich alles von Call of Duty ausging, aber diese ganzen Bans auf dem PC gingen nicht nur von Call of Duty, sondern auch von Steam aus, also eine fast schon eine doppelte Überprüfung, und dass da so viele Leute unschuldig gebannt würden teilweise. Das ist echt hart. Ein Kumpel von mir wurde gebannt, aber der Bann wurde irgendwie aufgehoben. Von MW3 tatsächlich auch. Da hatte der richtig Schwein gehabt. Ich meine, der spielt oder hat damals gerne MW3 gespielt, war einfach gebannt. Und jetzt, glaube ich, ist er entbannt worden, aber spielt er selten MW3. Allein ist halt jetzt nicht so Premium, würde ich mal behaupten. Und ja, ich weiß nicht, dieses Anti-Cheating-System von Valve, es ist echt nicht so 100%, das merkt man hauptsächlich in Counter-Strike, Global Offensive beispielsweise. Das Spiel ist, ich möchte mal es so sagen, wenn wir die Hälfte der Hacker von MW2 nehmen, welches ein MW2, ein ganz gutes Call of Duty, aber mit viel zu vielen Hackern, wenn wir davon die Hälfte der Hacker nehmen und das sind Counter-Strike Global Offensive, die Hacker reintun, dann wisst ihr ungefähr, wie verhackt das Spiel ist. Es gibt viele Hacker, aber nicht jeder Hacker ist so und sagt, hey, ja, ich schieße dich jetzt durch 300 Wände durch auf Distanz von 20 Kilometer oder so, sondern das sind dann die Leute, die teilweise auch Pros genannt werden, so, oh, ich schieße da immer hin, oh, irgendwie ist da immer auch einer, oh, und wenn da keiner ist, da ist da trotzdem einer. Das sind dann die Counter-Strike-Spieler, die es dann einfach nicht zugeben möchten, die einfach dann so spielen, als die haben einfach so einen Wallhack an, keine Ahnung, und sehen dann halt natürlich, dass da jemand kommt, und bei vielen Leuten, gerade bei Pros, ist es ja so, ja, die schießen da halt schon random hin, was für mich keine Pro-Sache ist, weil als Pro schieße ich da nicht random hin, das machen kleine inkompetente Scheißkinder, aber keiner, der sich mit dem Spiel befasst hat, meiner Meinung nach. Und darum ist es relativ schwer in Counter-Strike die Cheater zu entdecken, würde ich mal behaupten, aber dennoch ist es eigentlich entdeckbar. Ich meine, ich habe Counter-Strike gespielt, habe einen Hack runtergeladen, habe sehr, sehr offensichtlich gespielt, habe keinen VHC-Bann bekommen. Good job, Steam. Good job, Wolf. 10 out of 10, Jungs. Das Gameplay ist zu Ende mit einem easy going 13 zu 4. Und ja, was haltet ihr vom VHC? Ja, Anti-Cheater-Ding. Ich finde es teilweise lächerlich, teilweise gut. Hat positive wie schlechte Seiten. Mehr schlechte als positive für mich, aber die möchte ich nicht alle erläutern. Und ja, schreibt mir in die Comments oder sonst wo hin. Servus Leute, ich bin raus. Bis nächstes Mal hoffentlich.